ganz unauffällig. Was ja auch so einfach ist, auch wenn die Leute da stehen und so. Du bist ein toter Mann! Wenn du das hier überlebst, wird deine Häutung ein Vergnügen sein. Achso, ich sollte ja unentdeckt darüber kommen. Kacke, vergessen. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Ich muss eigentlich alles weg. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, die nichts mehr zu essen bekommen. Ich kenn's. Müssen Sie Savonarola. Und Köpfer entdeckt. Fick dich. Mensch. Das ist doch jetzt nicht nett. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind. So. Ja, komm schon. Ich hab ihn doch getötet. Verdammte Axt. Entschuldigt mich für diesen verbalen Ausfall. Mal sehen, wie hart Unbelehrbaren sind, die nichts mehr zu essen bekommen. Fallschirm habe ich natürlich nicht. Den gibt's erst im nächsten Teil. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Tabunaro. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind. Dann muss ich doch einen größeren Umweg in Betracht ziehen. Das sollte ja jetzt nicht so der Akt sein. Ja, ja, weiter, weiter! Bravo, gut so! Bravo, ich weiß. Glatzi, glatzi, glatzi. Ich muss den ja nur noch einmal töten. Und zwar so. Ich habe nichts damit zu tun. Noch ein Krater aus dem See. Bitte, lasst mich hintrieben. Da wollen wir nicht entlang. Lustiges Kostüm. Ist schon wieder Maskenball? Ja. In Venedig. Ich mach dir keinen Ärger. Noch ein Fremdling. Ich lauf hier ganz in Ruhe weg. So. Ich bin doch schon weg. Siehst mich gar nicht mehr. Ich kenne den Mann. Doch der große Schuh. Ich bin bei dir, Junge. Oh, komm schon.
Mensch, jetzt habe ich schon so weit geschafft gehabt. Da macht Spielen jetzt gerade ich keinen Bock mehr. Schutzherrn an. Dann probieren wir halt einen anderen. Aber bevor der Prophet meine Augen öffnete. So. Das Ziel ist nochmal ungesehen an Bord des Schiffes gelangen und den treibenden Sender sein Ende setzen. Ich möchte anderen das drum. So. Dann gehen wir jetzt eins runter. So. Jetzt hier rüber und dann gleich wieder. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Dafür sorgen, dass der uns nicht sieht, wenn er zurückläuft. Gut, der bewegt sich jetzt noch nicht, aber jetzt. Aber dafür können wir dann so. Olaf führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit. Was denn? Ey, komm schon. Das geht mir doch auf den Sack gerade. Ich breche die Erinnerung gleich ab. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Oder ist es... Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. So, dann machen wir es erstmal mit dem hier. Attentaten wir ihn mal. So. Ich bin weg. Zurück jetzt aufs Schiff. Genug. Was? Eccolo, das ist er. Oh, komm, ne. Erinnerung abbrechen. Ich hoffe mal nicht, dass die gesamte Erinnerung abbricht, sondern nur den Teilbereich.
gerade mal 15 Minuten auf. Hab schon keinen Bock mehr. Alter. So. Dann gehen wir jetzt zum nächsten. Mal gucken, ob das besser läuft. Was tut ihr denn hier? Da. Ich will. Was mach ich wohl hier? Mach, ey. Was sieht's denn aus? Ich renne. Oh, hier gibt's die Codex-Seite. Aber wir gehen mal nach hier oben. Was machen wir mal? Jetzt, komm schon. Das hier. Okay. So, und Attentat. So. Der Befehl ist einfach. Bewacht diese Felder und passt auf, dass diesen Heubündeln nichts passiert. Okay. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Ab ins Heu. Den Bauern töten, ohne seine Leute zu alarmieren. Oh. Ohne diesen einfachen Rohstoff. Fehlen dem Widerstand die Mittel. Und dann müssen sie aufgeben. Warum suche ich mir nicht mal gerade die schlimmsten Dinger auf? Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach, Wärme. Und all das bietet ihnen das Heu. Ich höre euer Murren. Ihr seht, wäre Zeit verschwendet. Doch ihr müsst verstehen. So. Unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Ihr glaubt mir nicht, oder? Nö. Ich erkläre es euch. Das Heu ist Futter für unsere Pferde. Die wiederum ziehen unsere Karren, welche unsere Waren in die Städte bringen, wo wir Handel treiben können. Heu ist also die Grundlage unseres Lebens. Und dann ist da unser Vieh. Kühe und Schafe brauchen Heu unter anderem als Futter. Und wie ihr wisst, geben sie uns noch vieles mehr. Wolle, Fleisch und Milch und andere Dinge. Seht ihr nun, warum das Heu nicht in die Hände des Feindes geraten darf? Habe ich den schon mal gesehen. Also, nehmt eure Arbeit hier ernst. Sie ist essentiell für unseren weiteren Erfolg. So, wie ist aber den jetzt mitgebracht? Du wirst nicht den... Ihr würdet euer eigenes Volk verhungern lassen. Und wofür? Zu lange ertrug ich die Beleidigungen. Sie schimpften mich einfach von niederem Stand. Ich wollte ihren Respekt. Meinen habt ihr sicher nicht. Auch wenn der Tod schmerzhaft sein mag. Der Schlaf ist sanft. Requiescat in pace. Sie. Und wir müssen wieder mal anonym werden. Schaffen wir bestimmt, bestimmt. Versucht es aus dem toten Winkel. Versucht es aus dem toten Winkel. Ich kann nicht sterben. Ich bin schön. Sagst du. So, wir gehen jetzt mal hier auf die Mauern hoch. Du gehörst mir! Du wirst gleich mit Pfeilen gespickt, wenn du nicht runtersteigst. Ja. Bla bla Labersülz. So, darf ich. Darf ich? Komm schon. Danke. Sehr gnädig von dir. Sind die jetzt aus der Wand gekommen, oder was? Heiland, Spalter, mein Land. So. Oh. Ja, ich will ja gerade runter.
Mach dir mal King Kong. Ihr dürft unsere Arbeit nicht stören. Florenz ist krank. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Wie? Indem ihr das Volk zwingt, einem Irren zu folgen? Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Ja, nun, die werden bald abgesetzt. Nein, ihr bekommt mich nicht. Savonarola wird von eurem Verrat erfahren. Wache, wache! Soziale Aufsteiger, den Adligen verfolgen und zum Schweigen bringen, bevor er Savonarola erreicht. Ja. Ecolo! Hallo?